Hallo Leute, schön, dass ihr uns mal wieder begleiten wollt. Camion qui, eh bien, rappelle fin de arrière main droite pour la 29. Lannion Info, hello again, this is Delta Mike Echo Mike Zulu Formation. Delta Mike Echo Mike Zulu from Lannion Information, good afternoon again. Yes, good afternoon again. We are going now as a formation to Cherbourg, Lima Fox Romeo Charlie, request taxi. Runway 299 News, wind 310 degrees at 8 knots, QNH 1021, report ready to taxi. Delta Mike Echo Mike Zulu, ready for taxi. Right now we'll taxi to taxi holding point November and runway 29. Taxi holding point runway 29, November, Mike Zulu. Marion qui va sauter main droite ou standard main gauche pour un départ de 2 hélièmes. On a prévu un bas sauteur main droite, mais on va s'adapter et c'est incomplet là. Bien pris, et bien rappel fin avant arrière, il faut bien qui. Delta Mike Echo Mike Zulu formation ready for departure. Position November. Can we backtrack 29er with both aircraft, please? Both aircraft, Mike Zulu. So line up runway 29er and report ready. Both aircraft. Delta Mike Echo Mike Zulu, we'll go. Mike Zulu and Tango Zulu for information. Light aircraft proceeding visual pattern left, correction, right, and pattern runway 29er. Delta Mike Echo Mike Zulu formation, roger. Nun sind wir auf dem Weg zum vorletzten französischen Flugplatz dieser Reise, Cherbourg. Nach dem Start führt uns ein Rechtsturn direkt an die Küste, die hier Côte d'Amour heißt. Nicht zu verwechseln übrigens mit Amor, dem Gott der Liebe, damit hat es nichts zu tun. Diese Küste von hier bis etwa Saint-Malo heißt Armor-Küste. Sie besteht überwiegend aus spannenden Steilküstenformationen, die sich weiter östlich und nördlich mit zahlreichen Sandstränden und Buchten abwechseln. Dieser 2-Stunden-Flug führt uns also an der stark zerklüfteten Küste entlang, zunächst bis Saint-Malo. Kurz danach kommen wir dann zum Highlight des Tages, dem Mont Saint-Michel. Zweimal schon war ich als Fußgänger dort, nun bin ich sehr gespannt, wie diese Felseninsel aus der Luft aussieht. Ein 3 Meilen breites Beschränkungsgebiet hindert uns allerdings daran, ganz nahe an dieser Felseninsel vorbeizufliegen. Von dort ist es dann nur noch eine gute halbe Stunde bis Cherbourg.
Das Gezeitenkraftwerk von Saint-Malo, das wir hier jetzt gerade sehen, speiste schon 1967 erstmals Strom ins Netz ein und war damit das erste kommerziell genutzte Gezeitenkraftwerk der Welt. Der größte Teil der Energiegewinnung entsteht aus der Gezeitenströmung des Atlantiks, der an dieser Küste einen Tidenhub von über 8 Metern aufweist. Und ein weiterer, kleinerer Teil der Stromerzeugung ergibt sich aus der ablaufenden Strömung des Flusses.
Mit etwas Sehnsucht blicke ich an dieser Stelle nach Jersey, einer der Kanalinseln, hinüber. Ich hatte vor dieser Reise extra die dortigen Behörden und den Airport angeschrieben, ob wir alle bürokratischen Voraussetzungen erfüllen, um die Insel besuchen zu dürfen. Seit das britische Königreich aber aus der EU ausgetreten ist, dürfen Piloten ohne EASA-Lizenz nicht mehr auf die britische Insel fliegen. Nun ist Jersey zwar britischer Kronbesitz, gehört aber nicht zur UK. Meine Hoffnung war deshalb, dass sich die Kanalinsel nicht der britischen Separationspolitik angeschlossen haben könnten. Aber leider kam nach 3 Tagen eine Absage. Deutsche Flugzeuge, auch UL, sind willkommen, aber die Piloten müssen eine EASA-Lizenz vorweisen. Und das ist die nationale Sportpilotenlizenz leider nicht. So müssen wir mit großem Bedauern auf den Besuch von Jersey und Guernsey verzichten. Den kompletten nächsten Tag verbringen wir, mit einem Mietauto ausgestattet, hier an den geschichtsträchtigen Küsten des D-Day vom 6. Juni 1944. Von der Landung in Cherbourg ist aufgrund der defekten Festplatte ebenfalls leider keine Videosequenz erhalten geblieben. Das ist sehr schade, gerade mit Cherbourg verbindet mich eine besondere Geschichte. Denn mein Vater hat in den letzten Monaten des Jahres 1944 bis Februar 1945 als Autoschlosser in Bonn-Hangela Flugzeugmotoren repariert. Ende Februar, Anfang März musste er dann, 17-jährig, den Flugplatz gegen die anstürmenden Amerikaner verteidigen. Mit dem ebenso voraussehbaren wie bekannten Ende. Danach geriet er in britische Gefangenschaft und wurde mit Zehntausenden anderen deutschen Soldaten hier in Cherbourg in einem der vielen Gefangenlager interniert. Erst nach 6 Monaten durfte er wieder nach Hause. Im schier unvorstellbaren Unterschied dazu laufen wir nun heute hier zwischen den Museumsstücken dieser furchtbaren Zeit herum und versuchen, allerdings vergeblich, uns vorzustellen, was hier im Juni 1944 abging. Ich muss unweigerlich an die legendären Anfangsszenen des Films »Der Soldat James Ryan« denken, dessen Rahmenhandlung in ihren Grundzügen auf einer wahren Begebenheit basiert. Es sind Bilder, denen man sich nicht entziehen kann, wenn man hier steht. Steven Spielberg hat mit diesen Aufnahmen das Genre Kriegsfilm revolutioniert, indem er die unfassbare Brutalität des Krieges in die Wohnzimmer geholt hat. Ich möchte kurz daran erinnern, worin diese historische Realität besteht. Ende 1942 griff im Pazifik ein japanisches U-Boot einen US-Kreuzer an. Einer der Torpedos führte binnen weniger Minuten zum Untergang des Schiffes. Unter den 600 getöteten Soldaten waren auch 5 Brüder, die, trotz der Bedenken ihrer Vorgesetzten, auf einem Schiff dienten. Ihr gemeinsamer Tod führte in den USA zur Verabschiedung der Sole Survivor Policy, einer Art Richtlinie für einzig Überlebende. In ihr wurde festgeschrieben, dass das letzte Kind einer Familie, dessen Geschwister bereits getötet wurden, aus den Kämpfen zu entfernen und nach Hause zu verbringen war. Diese amerikanische Richtlinie gewann dann im Jahr 2008 sogar Gesetzesrang. Auslöser hierfür war ebenfalls der Tod eines Soldaten, Nathan Hubbard. Der überlebende Bruder wurde daraufhin in die Heimat beordert. Dieser Fall motivierte Kongressabgeordnete zu ihrem Gesetz, das Präsident George W. Bush im August 2008 unterzeichnete und das als Hubbard Act in die Geschichte eingegangen ist.